Deswegen habe ich das eben betont, ja, wo ich gesagt habe, es gibt nichts, was man unbedingt vermeiden sollte. Deswegen ist es auch völlig falsch zu denken, wenn man so rumläuft, ah, da werden die Leute abgeschreckt, lieber kahl rasieren, Schlips und Krawatte anziehen und eine Fliege und dann trinken die Leute zum Islam. Schau dir das Ergebnis an. Das Ergebnis ist anders. Denn die Leute suchen die Wahrheit. Ach, wer einfach nur Islam annehmen will, um Folklore zu feiern, oder weil er sich wohlfühlt, der kann genauso, der hat die falsche Absicht, der kann genauso zu den Buddhisten gehen. Wenn er mit der falschen Absicht zum Islam kommt und er eigentlich gar nicht innerlich dran glaubt, dann ist es sowieso verkehrt. Und ich sage, ich habe gesehen, wie Leute zum Islam gekommen sind. Ich habe gedacht, und deswegen, ich rede auch aus Erfahrung heraus, die haben ein Video von mir angeguckt. Bevor ich sage, welches Video, was wäre das härteste Thema, worüber du mit einem Deutschen, der hier aufgewachsen ist, so vom, rein von der Logik her reden könntest? Das härteste Thema. Das wozu? Ist es nicht Sinna? Ach, die ganze Welt dreht sich hier um Sinna. Du gehst in den Supermarkt rein, du siehst die Blätter, hoffentlich siehst du sie nicht, aber manchmal kannst du es gar nicht vermeiden, weil du einfach irgendwo hinguckst. Überall die Werbung. Es wird überall zu Sinna, zu Unzucht eingeladen. Der Mensch wird aufgezogen, ganz klar und deutlich zu denken, es ist gut, dass du dir vor der Ehe sozusagen die Hörner abstoßt, wie man so schön sagt. Ist es nicht so? Es ist so. Da wirst du voll drauf geimpft. Das wird immer wieder eingehämmert. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich mache einen Vortrag gegen Sinna und rede darüber, dass jemand, der Sinna macht, ja, ausgepeitscht wird. 100 Peitschen nehmen. Ach, das ist doch das letzte Thema, wo du denken würdest, da nimmt jemand den Islam an. Doch, da hat einer den Islam angenommen. Wir haben Fragen, ja, aber welches Video hast du angeguckt, was hat dich überzeugt? Sagt er, das Vortrag über Sinna. Was? Hätte ich ja nie mitgerechnet. Aber das ist so. Und ich sage das doch ganz bewusst. Ja? Wir werden gerade aufgenommen, auch von der Universität, die Videoaufnahme gerade hier machen, und da ist mir egal. Brüder, wir müssen Selbstbewusstsein haben, natürlich. Wenn mich einer fragt, ist das im Islam so, dass es Peitschhiebe gibt für den, der Unzucht macht, dann sage ich, ja klar. Und der Unverheiratete? Steinigung, ganz einfach. Der Verheiratete, Entschuldigung. Gut. Jetzt heißt es nachher wieder, Aratu Shadid ala Pir Vogel al Anid und so weiter und so fort. Ja? Es ist so, das gibt es. Und glaubt es mir, wer sich mit der Wahrheit beschäftigt, der erkennt die Wahrheit. Wir haben nichts zu verstecken. Aber glaubt mir, die Wirkung spielt eine große Rolle. Wie beim Verkauf. Ach, wenn du zu einem Verkäufer gehst und du fragst ihn nach der Ware und er sagt zu dir, ja, das Auto, ach, da denkt er schon, der hat da irgendwas zu verbergen. Ach, leg die Sachen um den Tisch. So ist es, gefällt es dir oder gefällt es dir nicht? Natürlich. Nochmal darauf zurückzukommen, es gibt kein Thema, was man unbedingt vermeiden soll, aber was natürlich ganz klar ist, ist, dass man anfängt mit den Themen, die insbesondere auf die Leute, die für die Leute passend sind. Denn der Prophet, alaihi salatu wassalam, hat gesagt, zu Mu'adh ibn Jabal, wie Abu Jamal eben schon gesagt, Abu Jamal, er hat gesagt, innaka lata'ti qawman min ahli al-kitab, du kommst zu einem Volk von Ahl al-Kitab. Also, womit sollst du anfangen? فَلْيَقُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُومْ إِلَيْهِ أَيُّ وَحِدُ اللَّهِ. So soll das Erste sein, wozu du sie aufrufst. Tawhid. يُوَحِد. Das kommt, das ist von dem Wort dasselbe Verb wie Tawhid, dass du Allah eins machst. لَا إِلَى إِلَى اللَّهِ. Und wenn sie dir darin folgen, geht zum Gebet über. Wenn sie darum folgen, zum Zakat über. Aber das ist der optimale Fall. Wie ich schon gesagt habe, ja, es ist richtig. Wir sollten die Themen wählen, die am wichtigsten sind. Die Kernpunkte der Religion. Den Tawhid. Zum Beispiel in Deutschland, wenn du es mit einem Christen zu tun hast, dass du die Diskussion aufgreifst. Warum betest du zu Jesus? Denn glaub es mir, viele Menschen haben eine Fitra. Wenn du zu ihm sagst, in Matthäus 26, Vers 39 steht, dass Jesus gebetet hat und er fiel drei Schritte weiter, fiel mit seinem Angesicht zu Boden. Und du sagst zu ihm, wäre es nicht besser, wenn du als Christ dir Jesus zum Vorbild nimmst und nicht zu Jesus betest, sondern zu dem betest, zu dem Jesus gebetet hat,
Und indem du nicht die Hände so oder so machst, sondern indem du mit dem Gesicht auf die Hände, auf den Boden fällst. Was ist besser? Wer ist besser? Der Bischof, der 500 Jahre nach Jesus gekommen ist, hat so gemacht oder so und hat Jesus angebetet? Oder Jesus, der zum allmächtigen Gott gebetet hat und der nur einzig und allein dazu aufgerufen hat, den einzig wahren Gott anzubeten? Kann das falsch sein? Zeige mir einen Vers in deiner Bibel, wo Jesus sagt, betet mich an. Du wirst keinen Vers finden. Obwohl wir sagen, dass die Bibel verfälscht ist. Glaub es mir, 90% der Christen, mit denen du über das redest, die sagen, ja, ich bete nicht zu Jesus dann. Schön! Das ist doch super, da bist du ja jetzt schon mehr Muslim als Christ. Im Prinzip. Das heißt, du siehst es als falsch an, dass man Jesus anbetet. Glaub mir, wisst ihr, wie viele dann sagen, ja, eigentlich schon. Warum? Weil noch Fitra vorhanden ist. Okay, dann hast du jetzt schon La ilaha illallah gesagt. Wenn du sagst, Jesus ist nicht anbetungswürdig, Mohammed ist nicht anbetungswürdig, du hast schon La ilaha illallah gesagt. La ilaha illallah heißt, keiner darf angebetet werden, außer Allah, der allmächtige Gott. Jetzt gehen wir nur über zu Mohammed und Rasulullah. Nächster Schritt, okay. Warum glaubst du nicht, dass Mohammed ein Prophet war? So, wo will er jetzt kommen? Der hat Kriege geführt, sagst du ja. Mose hat auch Krieg geführt. Glaubst du, dass Mose ein Prophet ist? Laut Bibel musst du dann glauben. Ja. Ja, Aisha war sehr jung gewesen bei der Ehe. Sagst du ja, Aisha war damit zufrieden, die hat an ihn geglaubt. Und du sagst, ich glaube nicht dran. Das ist aber komisch. Also dann müsste ja, wenn das angebliche Opfer, müsste sich ja benachteiligt fühlen. Ja, der hat keine Ausrede. Wenn du zur Kernbotschaft zurückgehst, ist er schon im Islam drin. Und natürlich, das ist in der Kurzfassung jetzt, wie gesagt, die wichtigsten Themen sind die wesentlichen Themen. Was auch wichtig ist, ist, dass man zuhört. Du musst sein wie ein Doktor in der Dauer. Ja, wenn du zum Doktor gehst, du kommst, weil jeder braucht eine andere Medizin. Wenn du zum Doktor gehst und sagst, du kommst rein in die Tür und dann sagt der Doktor, sie kriegen Penicillin. Sagst du, hä? Der hat mich doch gar nicht untersucht. Und so musst du auch sein. Du musst ihm erstmal zuhören, was hat er zu sagen? Und gute Anfangsfragen sind immer, okay, was weißt du über Islam? Oder welche Religion hast du? Oder was hindert dich, den Islam anzunehmen? Das ist eigentlich die Finishing Move Frage sozusagen. Wie beim Dings, beim Wrestling, Finishing Move. Ihr wisst, kennt ja, ihr kennt mich im Wrestling, ja? Hulk Hogan zum Beispiel, der hatte den Bärhack gehabt. Oder wie hieß es noch, ne? Den hier, nee, Gorilla Press, genau, Entschuldigung. Wer hat, war ja was anderes. Dann Undertaker, der hat den Tombstone gehabt, ja. Und davor hat er immer diesen Finishing Move vorbereitet. Und der Finishing Move bis zum Islam ist die Frage, was hindert dich daran, Islam anzunehmen? Dann sagt er, meistens kommt dann die Antwort, ja, entweder er kommt mit einer Sache. Jetzt in Berlin haben wir jemanden gehabt, der hat gesagt, ja, ich glaube nicht an Gott. 3 Stunden später war der Muslim. Allahu Akbar. Dann, subhanallah. Der andere hat erzählt, ja, Mohammed hat die Ehebrecherin gesteinigt. Das war seine Ausrede. Könnte ich jetzt auch drüber reden. Aber dann habe ich dann über diese Sache geredet. Haben wir dann nach dem Vortrag kam er dann, hat gesagt, jetzt habe ich verstanden. Ja, war richtig, dass er die gesteinigt hat. Alhamdulillah. So. Auf jeden Fall, Alhamdulillah. So, deswegen. Muss argumentieren, ne? Inshallah. Wer ist besser? Jibril hat den Befehl bekommen, laut Bibel, die Stadt zu vernichten. Ist es besser, wenn Jibril den Auftrag führt oder nicht? Besser, wenn er ihn ausführt, oder? Okay, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber das ist das. Oder er sagt, und das kommt oft vor, er sagt, ja, ja, bei Frauen sehr oft, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe das meinen Eltern noch nicht gesagt und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, ob ich alles praktizieren kann. Meistens, ich weiß nicht, ob ich alles schaffe. Sowohl bei Männern und bei Frauen. Was sagst du dann zu ihm? Dann sagst du zu ihm, ja, ich weiß das aber. Du wirst nicht alles schaffen. Schafft nämlich keiner. Kullu bani Adam khata'an wa khayru khata'ina tawwabu. Jeder Sohn Adams macht Fehler und die Besten von denen, die Fehler machen, sind diejenigen, die Tauba machen, die zu Allah zurückkehren. Und jeder wird Fehler machen. Aber das ist gerade das, wo sich die Barmherzigkeit Allahs manifestiert. Das ist der Punkt.
Das heißt, dann sagst du ihm, du musst sowieso Fehler machen. So, du hast jetzt eine Freundin, du trinkst Alkohol, du weißt nicht, wie man betet. Nehme den Islam an und arbeite daran. Arbeite an deinen Fehlern. Keiner ist von heute auf morgen perfekt. Ich bin am Anfang Muslim geworden, ich bin in die Disco gegangen. Ich habe gedacht, ich muss eine Frau zum Heiraten finden. Ja, ich hab gar nicht gewusst, dass Disco verboten ist. Ich habe gedacht, okay, Alkohol ist verboten, Sina ist verboten. Aber ich wusste doch nicht, dass das verboten ist, auch der Weg dorthin zu der Sina und so weiter. Wusste ich nicht. Bis ich das dann nachher gemerkt habe. Und subhanallah, der Islam, der erzieht dich so. Boah, ich hatte nachher, ich konnte da gar nicht mehr sehen. Diesen ganzen Horrorfilm da. Dieses ganze, jeder will einen auf cool machen, ja. Und immer diese Lügerei, wie alt bist du? Ja, so und so, wo kommst du denn her? Ja, ich komme aus Portugal, komm doch gar nicht aus Portugal, komm aus Tunesien. Ah, Portugal, komm mal, wo ist das? Tut mir leid, ich falle Portugiesisch. Ich verstehe. Weißt du, aber hat gedacht, wenn sie sagt, sie ist Portugiesin, dann hat sie bessere Chancen, weißt du? Weil ansonsten könnte der Deutsche Angst haben, ich hole meine Brüder oder sowas, weißt du? Aber hey, inshallah, ich will zu Ende führen. Deswegen. Schaut euch mal die Videos an, Dawa-Kurs. Da sollte man mal, ich hoffe, dass da viele Leute daran teilnehmen, auch wenn ich nur Deutscher bin, dass man trotzdem daran teilnimmt, vielleicht kann man das ein oder andere davon lernen. Salam alaikum. Ja, ich bin hier. Also das war ja die erste Runde, wir werden jetzt dann Runde 2 weitergehen. Jetzt wieder frage ich zu unserem Bruder Abu Jama, aber ich würde freuen, dass Abu Hussein auch kommen sollte, lieber. Der macht doch Dauer. Ne? Ja, der macht Spitze, aber wir wollen, dass alle profitieren gleichzeitig auch von ihm. Let's get ready to rumble. Das ist jetzt, Entschuldigung, das ist jetzt der neue Schlachtruf für Abu Hussein. Wir haben das jetzt in Bonn, haben wir das eingeführt. Wenn Sheikh Abu Hussein kommt, dann kommt er rein mit Let's get ready to rumble. Wie bei Dings. Nee, ohne Musik. Das ist ja keine Musik. Das ist ja nur Stimmung machen, damit die Leute Bescheid wissen. Und dann kommt er so rein. Salam alaikum. Die zweite Runde fange ich jetzt mit unserem Bruder Sheikh Abu Jamala mit der Frage. Wir wissen, dass heute in Deutschland verschiedene Organisationen gibt, verschiedene Vereine gibt in Deutschland, die auch bestimmte Programme haben, Rufe haben, und einige jugendliche Brüder, die neu mit dem Islam anfangen, wissen manchmal nicht, wie sie mit diesen verschiedenen Institutionen umgehen. Wie sollte ein neuer Muslim mit solchen verschiedenen Vereinen, Institutionen, wo er auch sieht, verschiedene Widersprüche und verschiedene Meinungen, ach so. Let's get ready to rumble. Diese Frage ja, ziehen? Ja, ja. Gut. Soll ich diese Frage eben überlassen? Nein, ist egal. Gut, also ich wiederhole nochmal die Frage. Und zwar, Muslime, die neu anfangen, oder Jugendliche, die mit Koran und Sunna anfangen, sehen in ihren Städten viele Moscheen. Und das kommt wirklich an uns, viele Telefonate, Anrufe. Da das aufgenommen wird, auch auf der Seite stehen wird, wird das inshallah nützlich sein, dass wir das hier erörtern. Und zwar, wie soll sich ein Jugendlicher mit solchen Moscheen sich verhalten, wenn er sieht, dass dort die Sunna nicht richtig praktiziert wird oder das richtige Akide dort nicht unterrichtet wird? Wie soll halt der Verhalten und oder Beziehung zu diesen Organisationen und Moscheeverbände sein? Nein. Kannst du mehr machen? Okay. Ach so. Okay. Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, weil das ist ja die Realität im Grunde, dass wir Muslime Vielfalt haben an Richtungen, ganz vorsichtig ausgedrückt Richtungen und auch sogenannte traditionellen Islam, was ja in den meisten Moscheen gelebt wird. Für die
Neumuslime, beziehungsweise für die Brüder, die diesem Bewusstsein, wir haben schon